Vielen Dank, liebes Publikum. Wir freuen uns jetzt sehr auf einen Mann, der mir eigentlich in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre als Schauspieler sehr geläufig war. Dann wurde es etwas ruhig um ihn, hat aber jetzt in der Pandemie einen YouTube-Kanal gestartet. Stermann, worum geht's da? Es geht um seine handwerklichen Fähigkeiten und aber auch um seinen Körper, muss man sagen. Mehr um seinen Körper als um seine handwerklichen Fähigkeiten. Muss man sagen. Sie werden es gleich sehen. Er wird kommen. Er ist der bestaussehende Mann, den ich kenne, weltweit. Hier ist Gideon Burkhardt. Lieber Gideon, bitte nimm Platz. Schön, dass du da bist. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Glas Wasser gerne. Ein Glas Wasser gerne. Aha, ich dachte, du bist schon einer, Wasser? Der auch dem Alkohol zuspricht. Aber ist das das falsche Image, von dem du lebst, dass du auch ein... Oh nein, nein, ich habe eigentlich gerne immer getrunken in Fernsehsendungen, aber ich trinke am liebsten ein Bier und keinen Wein. Und irgendwie bei der Fernsehsendung ist es dann auf Dauer mit dem Bier immer ein bisschen unvorteilhaft, weil es dann doch etwas gärt im Magen. Ja, das heißt, du hast Probleme mit Blähungen und solchen Dingen? Das heißt, die Sixpacks, die du hast, bewegen sich dann? Ja. Oh Gott. Lieber Gideon, bist du eigentlich Team Dosko, Team Babler oder Team Randy? Weder noch. Weder noch. Das ist eine gute Antwort mal, oder? Ja. Das hört man von... Oh, es steht auch im Stimmzettel. Man darf ankreuzen, dass man für niemanden ist. Ja. Genau. Das heißt, du lebst nicht in Österreich, du lebst in Deutschland. Seit 19 Jahren bin ich jetzt wieder in Deutschland, ja. Du lebst wo? In Berlin. In Berlin. Und hast die Pandemie relativ in Sorge erlebt? Hat es dich alarmiert? Hast du gedacht, meine Karriere ist am Ende? Oh mein Gott, ich nehme an, wie alle anderen Menschen auch. Es war wirklich etwas schwierig. Es war halt einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr die Möglichkeit gegeben zu arbeiten. Also auf jeden Fall in meinem Beruf, da war einfach tote Hose. Ich habe ein bisschen Corona-Hilfe bekommen, zwar nicht als Schauspieler, sondern als Einzelgewerbe und habe das dann verwendet, um eben diese Idee, den Schraubenflüsterer, diesen Quatsch da umzusetzen mit ein paar Leuten, die eben auch alle keine Arbeit hatten. Habe zwei Kamerafrauen engagiert, einen Bekannten von mir, der mir bei der Produktion ein bisschen geholfen hat. Aber für die Ausstattung, fürs Kostüm war kein Geld mehr da. Nee, leider. Das war dann das Manko, aber wir haben dann trotzdem einfach weitergemacht. Es ist sehr lustig, es ist eine Art ironische Heimwerker-Kanal. Dürfen wir es vielleicht gleich mal einen Ausschnitt zeigen, damit sich die Leute ein Bild machen können? Der Schraubenflüsterer mit Gideon Burkhardt. Willkommen bei der Schraubenflüsterer, der etwas anderen Heimwerker-Sendung. Es gibt Missgeschicke. Ja, Fehler gemacht. Weil ich ein Depp bin. Ah! Ein Saudepp, ein Damischer. Alberne Hommagen an Western. Baywatch. Michael Jackson und mehr. Und natürlich einiges an echtem Handwerk. Das Ganze ist mit einem großen Augenzwinkern zu verstehen und sollte bitte in keinster Weise ernst genommen werden. Sehr schön, vielen Dank, Schraubenflüsterer Gideon Burkhardt. Das ist alles sehr gut gemacht, sehr lustig, aber lieber Gideon, die Frage ist erlaubt, all das wäre auch mit T-Shirt möglich gewesen. Absolut. Warum sozusagen mit freiem Oberkörper? Ist es auch die Lust am Eitlen? Ich bin fast 60, aber ich schaue aus wie ein 18-Jähriger. Danke. Nein, es hatte eigentlich verschiedene Gründe. Das Ganze fing an als eine alberne Idee, weil ich zu Hause wirklich oft handwerke und das ziemlich oft eben unbekleidet, manchmal auch gerne ganz nackt gemacht habe, weil mir plötzlich die Idee kam, irgendwie, oh, die Steckdose muss gewechselt werden, die liegt seit 5 Jahren rum und dann mache ich es einfach Ist das nicht gefährlich, eine Steckdose nackt?
Das, glaube ich, hilft es nicht kommt das drauf T-Shirt, an, wie lang wenn man das da Kabel was ist, falsch ne? macht. Ja. Ja, ja. Da hilft T-Shirt dann auch nicht mehr. und meine Lebensgefährtin. Du hast jetzt zwei, wie man gelesen hat. Im Moment, ja, jetzt habe ich zwei. Das hat sich so ergeben in den letzten Jahren. da kommen wir dann sicher auch noch mal dazu. Aber die fanden das sehr amüsant, wenn ich dann da plötzlich an der Steckdose stand, unbekleidet. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, das eben vielleicht als Sendung umzusetzen, wenn man schon nichts anderes zu tun hat. Dazu kam natürlich, dass wenn man sich heutzutage Instagram anschaut und das schönere Geschlecht beobachtet, wie das da doch sehr freizügig Unterhaltung betreibt, habe ich gesagt, na ja gut, also da könnte man ja sich dann Spaß erlauben und als alter Midlife-Crisis-Cis-Heterosack dann mal das Hemd irgendwie verlieren, weil es wurde ja auch öfters angesprochen von den Damen, dass sich immer die Frauen ausziehen und nie die Männer. Ja, ja. Angebote, kommen Sie bitte bei mir nackt putzen oder so? Naja, wir dachten also, sollte das Ding hier greifen und man das weiter produzieren können, dann wollte ich in der zweiten Staffel natürlich dann möglich machen, dass Leute schreiben und ich komme dann zu den Leuten nach Hause und würde dann dort mit freiem Oberkörper irgendwelche Sachen handwerken. Aber so weit sind wir noch nicht. Im Moment müssen wir mal schauen, ob das überhaupt jemand amüsant findet. Hast du das Bett, das du zu Hause hast, war ja zu schmal, weil ihr, wie du schon gesagt hast, ja mit mehreren Leuten dort lebt. Hast du das selber verbreitert, das Bett, oder hast du es dann doch bei IKEA gekauft? Na, wir sind noch nicht so weit. Das ist das Problem. Unser Bett ist wirklich ein bisschen klein für drei Leute. Und das ist der Plan, da dann irgendwann mal selbst etwas zu bauen. Aber da müssen wir schauen, ob wir das eben als der Schraubenflüsterer machen können. Ist es eigentlich, ich meine, es waren ja ganz interessante Interviews, auch diese polyamorösen Dinge. Gedeon Burkert lebt mit zwei Frauen. Geht uns in Wahrheit alles überhaupt nichts an. Natürlich nicht. Aber wir haben es trotzdem gern gelesen. Meine Frage ist jetzt, warum nur zwei? Naja, der Platzmangel im Bett. Ist es wirklich so, das Bett? Nein, aber im Ernst, du könntest ja auch einen ganzen Harem irgendwie vielleicht, weil du bist ein gut aussehender, talentierter Mann, es stehen die Frauen sicher Schlange, oder sagst du, nein, mehr ertrage ich nicht? Meine Partnerin haben gesagt, jetzt ist Schluss, aber ich wäre ja auch also offen, dass ein Mann dazukommen würde, weil es ist ja diese ganze Geschichte, man muss Moment, es ja doch mal irgendwie relativieren. Geht bisexuell? Nein, ich leider nicht, was ich mein Leben lang sehr bedauert habe, weil so konnte ich immer nur in dem einen Garten spielen und nicht in beiden, das wäre ja sehr hübsch gewesen. Aber wir waren da ein bisschen naiv, wir wollten damit an die Öffentlichkeit gehen, weil meine beiden Partnerinnen irgendwie das dann auch irgendwie ein bisschen doof fanden, dass sie sich immer erklären müssen und dass die Leute nicht ganz verstehen. Und man dachte, man trägt das mal ein bisschen in die Öffentlichkeit, da natürlich ein paar Journalisten sowieso schon Lunte gerochen hatten. Deswegen dachten wir, wir gehen damit an die Öffentlichkeit. Weil ihr zu Filmpremieren zu dritt gekommen seid. Genau. Genau. Und das Ganze ging natürlich dann ein bisschen rein in die sexuelle Richtung. Und vor allem das Ganze klang immer danach irgendwie ein Mann mit zwei Frauen. Am Ende des Tages ist es eine Beziehung, wie sie jeder andere Mensch auch kennt. Ja. Nur wir sind halt eben zu dritt. Wir finden es sehr schön. Gleichen sich natürlich Dinge auch anders aus. Die Kommunikation ist offener. Wir gehen natürlich anders mit Sexualität um, weil wir abgesehen davon, dass wir zu dritt in einer wirklich sehr tiefen Beziehung sind, ist diese Beziehung auch noch offen. Das heißt, wir haben auch noch andere Partner, wenn wir wollen. Aber ja, mich geht das alles ist das überhaupt wie bei allen anderen Menschen auch. Also Entschuldige, der Mann hat mit Tarantino gedreht, es ist mir doch egal, wie er lebt, er kann doch machen, was er will. Wir sind doch kein Boulevardmagazin. Nein, ich finde es nur für die Leute, auch für dich und mich. Wieso für mich? Interessant zu hören. Für mich ist das eben nicht interessant. Nein, Herr Burkhardt steht doch für was anderes, als wie viele Frauen er füllt. Natürlich, aber es ist doch Teil seines Lebens auch. Ja, aber soll ich Teile deines Lebens erzählen, wärst du auch nicht froh. Wir lassen das Private mal beiseite, oder? Oder nicht? Oder willst du noch was Privates fragen? Dann frag doch, wie viele Kondome er im Schnitt verwendet. Aber dann sind wir echt in einer ganz anderen Sendung. So muss man den Kondome... Ja, dann kann... Aber wir haben es ja selber öffentlich gemacht, also deswegen finde ich das völlig legitim. Danke, ich mein Lieber. Danke, dass du mir auf die Seite springst jetzt. Ja, aber das hast du gar nicht notwendig, das öffentlich zu machen. Nur um wieder in die Schlagzeilen zu kommen, du hast doch wirklich Talente, um mit was anderem in die Wir hatten natürlich die Hoffnung, dass man ein bisschen den Schraubenflüsterer man damit promoten kann, aber das ging ein bisschen nach hinten los, weil ich glaube, in diesem ganzen Sexthema ist das Ganze ein bisschen untergegangen und irgendwie war es plötzlich nur noch der Mann in der Midlife-Crisis, also ich muss, glaube ich, auch zum Fahrertraining jetzt.
Ja, das ist. Ich darf dich an deine nicht sexuelle Vergangenheit erinnern. Du warst für mich der beste Darsteller in Kommissar Rex von allen Kommissaren. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Ich habe sogar mal mit dir gespielt. Du hast mich mal am Klo verprügelt in einer Folge. Ich habe einen Drogensüchtigen gespielt. Aber war wirklich nur eine Nebenrolle. Waren sehr intensive, lange Jahre. Dreharbeiten anstrengend. Es war eine schöne Zeit. Also A hat es mich damals von Los Angeles nach Wien gebracht, was wirklich sehr schön war. Und ich habe hier sehr, sehr gerne gelebt. Und die Arbeit hat natürlich großen Spaß gemacht und war bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch natürlich karrieremäßig für mich der größte Erfolg. Also das hat mich doch irgendwo anders hingespült als alles, was ich vorher kannte. Und ich werde das nie vergessen und denke bis heute also mit Wohlwollen an diese Zeit zurück. Du warst überall in der Welt ein Star dadurch, weil das war zum Beispiel in Italien unfassbar erfolgreich, Kommissar Rex. Kommissario Rex hieß es dort wahrscheinlich. Mhm. Aber auch in Japan überall, sogar der Hund wurde synchronisiert damals, weil Hunde in verschiedenen Ländern verschiedene Geräusche von sich geben. Was war das? Das war My Ugly Clementine. Bitte? Wurscht, mach weiter. Das war My Ugly Clementine. Womit soll ich weitermachen? Mit, mit der Sendung. Schau nicht so irritiert. Irritiert dich sowas? Ja. Okay. Du bist alt. Lieber Gideon, aber das klingt so, war das dein größter Erfolg, Kommissar Rex? Aber wie gesagt, mit Tarantino gedreht, das muss ja auch ein vorläufiger Karrierehöhepunkt gewesen sein, oder? Ja, natürlich. Also... Im Endeffekt als Schauspieler ist ja immer das, was am meisten Spaß macht, ist das eigentliche Machen. Und natürlich mit jemandem wie Tarantino am Set zu stehen und das, was er geschrieben hat, umzusetzen und plötzlich spielt man irgendwie mit Brad Pitt, das ist schon außergewöhnlich und macht großen Spaß. Aber im Endeffekt in dem Moment, wo die Kamera läuft, machen wir alle unsere Arbeit. Und das relativiert sich alles. Du kanntest Tarantino schon sehr viel früher, ich glaube schon 10 Jahre. Warum nochmal genau? Weil ich von einem Nachtdreh hier in Wien bei Kommissar Rex nach Hause kam und meine damalige Lebensgefährtin irgendwie sagte, Quentin schläft auf der Couch. Ich sagte, wer schläft auf der Couch? Quentin Tarantino. Sie war mit ihm befreundet und er Quentin war... Quentin hat auf der Couch geschlafen? Hat bei mir auf der Couch geschlafen, ja. Und habt ihr euch dann zu ihm gelegt? Nein. Ich bin dann in mein Bett gegangen, weil ich hatte Nachtdreh hinter mir. Quentin blieb dann ein paar Wochen in Wien und wir haben uns eben auf dieser Ebene wirklich freundschaftlich kennengelernt. Ich musste dann mit ihm so den Klassiker machen auf die Autobahn, was man hier ja eigentlich nicht darf, aber wir sind dann irgendwie sehr schnell gefahren, was die Amerikaner immer gerne machen. Und er hat dann viel Zeit verbracht, hat sich hier auch noch irgendwie ein Mädel verliebt und hat irgendwie angefangen, an der Geschichte zu schreiben. Und daraus ergab sich dann... Was für ein Leben, man kommt von der Arbeit nach Hause und dann liegt Quentin Tarantino am Sofa. Ja, besser als würde Hans-Peter Doskozil am Sofa. Vor allem, der ist so groß. Bei mir nicht mal. Bei mir liegt nicht mal Babler. Ja, Babler. Toll. Und dann hat es 10 Jahre gedauert, weil er hat dir damals dann, glaube ich, gesagt, dass du irgendwann mal vielleicht bei ihm mitspielen könntest? Es war ein Jahr später oder sowas, waren wir in Los Angeles und wir haben uns getroffen und dann hat er mir erzählt, du, ich schreibe da gerade an so einer zweiten Weltkriegsgeschichte und da schreibe ich so eine Figur, da habe ich dich im Kopf, weil ich brauche einen, der ist der Übersetzer, also muss beide Sprachen perfekt sprechen, deswegen das Ding schreibe ich mit dir im Kopf. Und dann habe ich effektiv 10 Jahre nichts gehört, weil dieses Drehbuch erstmal in der Schublade landete und dann 10 Jahre später wurde der Film endlich gemacht, da hat das ganze Drehbuch, glaube ich, nochmal umgeschrieben und dann wurde ich zum Casting eingeladen. Und stimmt es, dass dein Opa oder Uropa der erste Jedermann in Salzburg war? Mein Urgroßvater Alexander Meussi, ja, war der erste Jedermann in der Originalinszenierung für die Salzburger Festspiele damals. Unfassbar, ja. Oder? Ja, eigentlich toll. Wärst du auch offen für solche Theaterrollen, denn Jedermann zu spielen? Oh, ja, gerne. Aber ich glaube, du wärst beim Publikum würdest du wahnsinnig gut. Das wäre schon eine sehr große Herausforderung, aber so wie mein Vorgänger Moretti, also ich würde nicht Nein sagen, aber ich glaube nicht, dass man das an mich herantragen kann. Ja, aber ist es jetzt so, du vermittelst hier einen äußerst sympathischen Understatement-Eindruck. Ist es so, dass Gideon Burkhardt als Schauspieler nicht mehr diese Marke ist, die er war? Du bist doch immer noch gut im Geschäft. Ach, das geht auf und ab. Aber das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, das muss man von außen beurteilen. Wie viele Drehtage hattest du zum Beispiel letztes Jahr, wenn ich fragen darf? Oh, wenige. Wenig, aber hast du so viel, hattest ja sehr viele große Rollen, hast du deine Schäfchen im Trockenen? Dummerweise nein, ich habe immer alles so rausgeschmissen, wie es reinkam. Sehr sympathisch. Und, ja. Das heißt, ich verstehe dieses doch, Wort man nicht. Man muss das Schäfchen Geld beim Fenster raus. Ich kenne kein einziges Schaf, dem das was ausmacht, wenn es nass ist.
noch nie einen Schaf getroffen, das ist klar. Gut, so einen gescheiten Eindruck zu vermitteln im Fernsehen? Nein, ich finde das Schäfchen im Trockenen ist ein blödes Bild, ein dummes Bild. Morgenstund hat Gold im Mund. Kein Mensch hat doch jemals einen Goldbarren im Mund. Eben. Ne? Aber du bist ja, du hast jetzt die letzten Jahre schon viele Jahre wahnsinnig erfolgreich als Synchronsprecher gearbeitet, hattest dann irgendwann keine Lust mehr und hast jetzt wieder angefangen, weil du es einfach so gut kannst wahrscheinlich, oder? Du hast irrsinnig viel Synchron. Gute Frage wieder, ja. Ja, also ich hab immer im Synchron gearbeitet, aber vor allem als ich jünger war, dann zwischendrin war natürlich einfach gar nicht die Zeit. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade, das hat großen Spaß gemacht, dem neuen Exorcist-Film, den Dämon gesprochen. Also solche Sachen machen natürlich dann großen Spaß. Wie spricht der Dämon? Wie? Ghostgutier? Ja, ja. Mich. Ja, lieber Gedeon, vielen Dank erstmal.